Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. Und zwar hatte ich das ja schon angekündigt. Wir spielen den zweiten Durchlauf, also die zweite Kampagne sozusagen, und zwar von Claire Redfield. Die sehen wir hier. Claire Redfield, ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Und zwar, ich werde jetzt erstmal so verbleiben, dass wir jetzt erstmal einen sozusagen hier jetzt die Aufnahme reinschauen. Man hat jetzt gerade, das habt ihr nicht gesehen, weil das habe ich noch nicht aufgenommen gehabt. Es stand drin, dass sich der zweite, also die zweite Kampagne ein bisschen, also das Ende unterscheidet sich und einige Abschnitte vom Spiel. Also ich schätze mal, dass das meiste doch gleich ist. Und ich habe ja gesagt, wir spielen da jetzt so mal ein bisschen rein. Und falls es mir dann aber doch zu gleich gegenüber der Leon-Kampagne ist, dann, also ich werde das dann nicht nochmal komplett spielen. Dafür dauert es mir, glaube ich, dann zu lange. Also ich weiß nicht. Ich werde es dann sehen. Wenn ich dann doch zu viel Spaß habe, das Spiel nochmal zu spielen, dann werde ich es vielleicht spielen. Komplett. Keine Ahnung. Ansonsten werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme die DLCs spielen. Also die kleinen, die da dazu gepatcht worden sind. Diese drei Geschichten waren es, glaube ich, von den Überlebenden. Unter anderem auch der Vater mit seinem kleinen Mädchen, den wir gesehen haben schon. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ne? Und dann werden wir sehen. Ich, ganz ehrlich, ich werde gleich assistiert machen, bevor ich wieder an dem einen Kampf hängen bleibe. Was soll ich sagen? Okay, ich werde jetzt erstmal kurz Claire, ich bin verschwinden. fast da. Du kennst mich, ich komme klar. Ich komme zurück, sobald ich Chris finde. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Nicht schießen! Runter! Los jetzt! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, alles klar? Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Sicher vor mir hier. Okay, einen ganz kleinen Augenblick, ja. Ich habe gerade gesehen, mein Mikrofon verabschiedet sich fast. Ich bin sofort wieder da, ja. Einen Augenblick bitte. Okay,
da bin ich wieder. Ich muss nur kurz hier mal mein Mikrofon richtig einstellen. Ich habe es jetzt nämlich gerade während der Zwischensequenz gesehen, dass ich das fast verabschiedet hätte, hier direkt an meinem Regal. Das wäre lustig geworden während der Aufnahme, wenn ich hier von Zombies gejagt worden wäre. Das wäre sicher lustig geworden. Okay, ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Okay. Erstmal möchte ich dem Spiel danken, dass wir Leon nochmal gesehen haben. Vielen Dank dafür. Ich war ein bisschen traurig, dass wir seine Kampagne fertig gespielt haben. Ist okay. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Aber das weiß ich schon länger. Okay. Also, wir sind jetzt Claire. Wir sind jetzt irgendwo. Ich schätze mal, wir sind an der Polizei. Ja, wir sind an der Polizeistation. Das kennen wir tatsächlich gar nicht. Das ist sehr interessant. Hier sind einige Leute begraben worden. Okay. Okay, ich muss sagen, auch Claire sieht sehr hübsch aus. Hi. Was ich weiß, dass wir mit Claire andere Waffen haben. Glaube ich. Und ich weiß, weil bei Leon haben wir ja irgendwann Ada getroffen, mit der wir dann unterwegs waren. Und am Ende von Leons Kampagne haben wir ja gesehen, dass Claire mit einem kleinen Mädchen unterwegs war. Also schätze ich mal, dass wir bei beiden Kampagnen sozusagen einen kleinen Begleiter haben. Dass wir nicht ganz so alleine sind. Oh. Oh Mann. Okay. Bis jetzt finde ich es sehr interessant. Wir haben sozusagen kein kleines Tutorial am Anfang, so wie wir es bei Leon hatten, als wir in die Tankstelle da reingegangen sind. Vielleicht bekommen wir das auch jetzt noch. Man weiß es nicht. Okay. Also ich schätze mal, ja, ich weiß nicht, ob das so wirklich Sinn ergeben würde, dass wir jetzt mit Claire auch in die Polizeistation kommen, weil wir haben sie ja kein einziges Mal tatsächlich gesehen. Okay. Warte mal, was haben wir hier für eine Pistole? SLS 60. Verdankt ihre kleine Größe ihrer geringen Kapazität. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Das kennen wir auch. Das war der Hubschrauber, der da in die Polizeistation gerattert ist. Dude. Dude, bleib bitte einfach liegen, okay? Oh, guck mal hier. Rotes Kraut. Das nehme ich doch. Da ist auch. Ich muss auch tatsächlich gestehen, es ist wieder, ich glaube, fast 2 oder 3 Wochen sogar schon her, seitdem wir Resident Evil beendet haben. Ich weiß zwar noch, dass das Nötigste hier vom Inventar und so, ne? Und die Steuerung. Also, dass wir das hier zum Beispiel kombinieren können, das weiß ich noch, zum Glück. Aber tatsächlich weiß ich von der Story. Doch, ja, doch, ein bisschen weiß ich noch. Ey, bitte, ey, wenn ihr jetzt alle aufsteht, das ist voll unfair. Ich habe nur 3 Schuss. Das wäre voll gemein. Oh, wir sind gleich hier. Ich verstehe. Okay. Treffen wir jetzt hier auch gleich... Treffen wir hier gleich Leon? Leon? Oh! Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Das ist aber schnell gegangen jetzt. Dafür, dass wir bei Leon so lange gebraucht haben, bis wir da waren? Claire, ich bin so froh, dich zu sehen. Hi. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Wir haben noch nicht mal viel gemacht. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn.
haben auch noch nicht groß nach ihm gesucht jetzt. Also, ich... Mist. Ich als sie. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Oh, das ist jetzt aber gemein. Ich fand's lustig, als wir Leon gespielt haben, aber jetzt finde ich es ein bisschen gemein. Weil ich habe nur 3 Schuss. Er verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Badige. Ja, mit Leon haben wir es ja schon durchgestanden. Okay, wisst ihr was? Mit euch gebe ich mich hier gar nicht groß ab. Ich weiß, wo ich lang muss. Glaube ich. Scheiße, oh, fuck. Wo war die Tür mit dem Schloss? War das die? Warst du das? Ja. Okay. So viel dazu mit Orientierung. Meine Orientierung ist immer noch genauso schlecht. Oh! Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Ja. Ich weiß das alles noch. Okay. Wir haben Munition. Das ist sehr nice. Danke. Was ist das? Ein Schlüssel. Ein Hofschlüssel. Okay. Oh. Oh. Oh, cool. Darf ich die vielleicht... Schnellzugriff. Bitte auf... Okay. Darf ich dich vielleicht auf so? Ja, so ist in Ordnung. Okay. Ich lasse das jetzt alles mal. Obwohl, ich habe nur noch einen Platz frei. Mist. Brauche ich die Granate? Ich mache... Hallo? Darf ich... Achso. Ja, so viel dazu mit. Ich weiß genau... Entschuldigung, was ich tue. Okay. Karte. Karte. Hofschlüssel. Ist es jetzt vorne, wo wir bei Leon waren? Ist das für... Okay. Nein! Geh weg! Boah, sind das viele, ey. Boah, ist das gemein. Benutzen. Danke. Zu. Okay. Okay. Den können wir also jetzt wegwerfen. Der ist fertig. Ich werde also gleich hier reingeschmissen, ja? Einfach so. In das Spiel. Wirklich. Nicht hier hoch. Okay, ich möchte hier gar nicht lang. Ich will tatsächlich erstmal, glaube ich, in die Polizeistation, um irgendwo zu speichern. Hallo. Darf ich mal... Ich habe für die Waffe nichts. Ernsthaft? Okay, dann wechsle ich mal. Hey Marvin, was geht? Schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Es ist hier... Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann werde ich gleich nochmal rausgehen und die gleich mitnehmen. Also irgendwas hier aufmachen oder so muss ich ja jetzt nicht mehr. Soweit ich mich erinnern kann. Was wir hier nur bei Claire haben, ist der eine Schlüssel, den wir bei Leon nicht hatten. Das ist, soweit ich weiß, der einzige Unterschied. Oh! Ups. Was zur Hölle?
dabei. Okay, hier können wir benutzen. Oh, mach doch! Boah, ist das mies! Oh nein! Okay. Boah, die lädt verdammt langsam nach. Ach du Kacke. Okay, das ist vielleicht nicht meine Lieblingswaffe. Oh, das grüne Kraut. Darf ich das damit kombinieren? Darf ich. Danke. Okay, dich nehme ich mit. Ja, komm. Tja, hat wohl nicht viel gebracht, ne? Wenn er jetzt natürlich zu dem anderen Fenster geht, ist er verdammt schlau. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass der das macht. Was ist das? Schießpulver. Danke. Ich nehme auch dich mit. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Okay. Da liegt noch Munition. Oh. Ah. Warum? Hier ist noch irgendwas? Wirklich? Hallo? Irgendwas ist hier noch, was ich jetzt gerade total übersehe, weil hier ist noch rot. Hallo? Okay, warte. Warte. Irgendwas kann ich hier noch machen. Ah. Darf ich das damit kombinieren? Oh. Säuregranaten? Was? Bei Leon haben wir doch Munition bekommen, oder? Lag ich da jetzt total... Nee. Nee, das war so. Oder kriegen wir hier bei ihr genug Munition? Weil bei Leon war ja echt das Problem teilweise, die Munition war echt ein bisschen sehr mau. Haben wir bei ihr so richtig Special-Kram mäßig? Das finde ich irgendwie geil. Okay. Okay, die Frage ist jetzt, wo, das könnte ich glaube ich oben benutzen. Kann das sein? Oben? Ich meine ja. Okay, ich gehe hier mal zurück, weil von da weiß ich wenigstens, wo ich lang muss. Oh! Alter, warum bin ich denn so schreckhaft heute? Bleib doch einfach tot. Oh, geh mir richtig auf die Nerven, ey. Okay, ich meine, das war hier oben, wo wir die Kurbel benutzen konnten. Hier ist auch einer rumgelaufen, ne? Ich stehe in Flammen. Okay, bei ihr muss ich echt früh nachladen, weil, oh, sie braucht ewig, um das Ding nachzuladen, ey, was ist das denn?
So, hier komme ich nicht durch. Nein, da komme ich nicht durch. Ah, nee, das ist die falsche Kurbel. Die kann ich da nicht benutzen. Okay. Also die Dinger hier werde ich jetzt nicht nochmal lesen, weil ich habe keinen Platz mehr dafür. Ich hatte hier nicht zufällig irgendwo einen Speicherpunkt. Nein, hatte ich nicht. Okay, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Mist. Ich kann aber auch nichts wegwerfen. Ich brauche das ja alles. Okay. Ich werde jetzt nochmal runtergehen. Da komme ich leider nicht durch. Das fände ich eigentlich cool. Bye. Und ich kümmere mich später. Komme ich denn jetzt am schnellsten? Wo? Komme ich denn nochmal am schnellsten in die Eingangshalle? Hallo? Oh ja, das ist gut. Okay. Exit, oder? Exit ist, glaube ich, auch schon offen. Habe ich gesehen. Oder? Mist. Treffen wir hier eigentlich auch Marvin? Das frage ich mich jetzt gerade. Okay, warte mal. Ich muss doch aber irgendwie... Da kam ich her. Oh, fuck. Holy shit. Okay, hier komme ich auf jeden Fall durch. Oh. Ja, ich habe leider keinen Platz dafür. Verdammt. Ich glaube, hier war aber auch irgendwo ein... Ah ja, ich erinnere mich. Hier ist ein Raum. Oh, Gott. Warum bin ich heute so schreckhaft? Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. So. Wir haben Munition, die ich nicht nehmen kann. Scheiße. Ein Elektroteil, das ich auch nicht nehmen kann. Ja, das ist ja ein Ding. Okay. Nee, ich speichere noch nicht. Ich glaube, das brauche ich noch nicht. Ich werde es mal verstauen. Munition für den Granat... Ah, für den Granatwerfer. Okay, das brauche ich erstmal auch nicht, weil ich habe noch keinen Granatwerfer. So. Dich hebe ich auf. Dich hebe ich auf. Verstaue ich? Nein, dich verstaue ich noch nicht, weil dich brauche ich nämlich für
unten, da wo wir vor diesem, wo Marvin uns als Leon rettet. Ich hab's jetzt gemacht. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, deswegen. Nice. So, jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Ich werde jetzt mal euch wegmachen erstmal. So. Das ist jetzt aber gemein. Okay, ich werde es mal hier oben machen. Also unten lasse ich auf jeden Fall Leon. Ist mir egal. So. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Brandgranaten. Euch tue ich jetzt aber auch nochmal weg. Weil euch brauche ich wahrscheinlich auch noch nicht. Oder? Ja, nee, das brauche ich noch nicht. Ich habe noch keinen Granatwerfer, deswegen. So. Das finde ich cool. Claire, zweites Mal. Okay. Dann zurück. Ich mag Claires rote Jacke übrigens. Die ist sehr schnieke. Du bleibst jetzt auch bitte tot. Ich habe dir zumindest den Kopf weggeballert. Also, er sollte eigentlich tot bleiben jetzt. Mann, was ist denn mit meiner Stimme los? Entschuldigung. So. Hier brauche ich die Dings. Treffen wir hier jetzt auf Marvin? Ist das da vorne Marvin? Oh nein, ich glaube schon. Lass mich mal die andere Waffe kurz ausprobieren. Hä? Irgendjemand hier? Oh, es ist Marvin. Marvin, es tut mir leid. Kein Speichergerät? Willst du mich verarschen? Okay, zumindest habe ich jetzt mal eine Gürteltasche gefunden. Das ist schon mal nice. Okay, wir können uns hier an... Jetzt schon? Ernsthaft? Wette, der ist nicht vom Rettungsteam. Nein, das glaube ich auch nicht. Bleib doch einfach mal tot, bitte. Warum habe ich hier kein Speichergerät? Marvin? Marvin? Oh, fuck. Ich dachte, hier wäre ein Speichergerät. Ah, okay. Hier fehlen auf jeden Fall Seiten. Allerdings wissen wir ja zum Glück, was wir hier zu tun haben. Dank Leon. Okay, dann werde ich jetzt nochmal
zu meinem Safe Room gehen. Ich hoffe, dass wir Mr. X noch nicht sehen, bitte. Ich bin dafür noch nicht bereit. Ich möchte das noch nicht. Bitte. Gnade mit mir. Gnade mit mir, bitte.